BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV. Ich darf einen unter Ihnen beglückwünschen zu einem Sieg, und zwar zu einem neuen Huawei Mate S. Das ist Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten, der unser Huawei-Tippspiel gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Ich begrüße beide Trainer, Bruno Labbadia für den Hamburger SV und Thomas Tuchel für den BVB, und bitte Bruno Labbadia um seinen Kommentar zum Spiel. Bitte schön. Ja, hallo, guten Tag. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit versäumt, unsere Möglichkeiten A zu nutzen, B aber auch noch besser auszuspielen, die wir gehabt haben. Klar hat Borussia Dortmund mehr Spielanteile gehabt, weil sie den Ball haben gut laufen lassen, aber wir haben so gut wie keine Torchancen zugelassen. Und da hat man die Effektivität von Dortmund gesehen, aus zwei Möglichkeiten zwei Tore gemacht, haben uns unglaublich viel vorgenommen, als wir in der Halbzeit waren. Das Ganze war natürlich dann relativ schnell erledigt mit dem Platzverweis, dann noch mit der Verletzung von Albin Ekdal, sodass wir nur noch auf Verteidigen aus waren. Alles in allem ist es jetzt für uns wichtig, dass wir schauen, was ist mit den verletzten Spielern. Das ist natürlich einiges gewesen mit Lasocka, Müller und Ekdal plus den Platzverweis. Haben wir mit dem Ergebnis natürlich auch noch einige Sorgen mitgenommen heute. Danke. Vielen Dank, Bruno Labbadia, und den verletzten Spielern von unserer Seite natürlich erstmal gute Besserung und eine baldige Genesung. Thomas, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, ich finde, wir hatten eine sehr gute, allerdings kurze Anfangsphase, aber die war sehr gut, und haben dann so im Laufe der ersten Halbzeit ein bisschen Rhythmus verloren, ein bisschen Probleme, den Passrhythmus hochzuhalten. Es waren viele Pässe, es war viel Ballbesitz, aber die Positionen nicht so gut gefunden. Natürlich waren auch viele Umstellungen dabei, haben sich ein paar Schlampigkeiten eingeschlichen. Eine davon hätte ja fast zum 0-1 führen müssen. Und ansonsten waren wir sehr dominant, wussten, dass der HSV sehr fleißig und sehr giftig verteidigen kann. Deshalb haben wir uns auch darauf eingestellt, dass es dauern kann, bis ein Tor fällt, und das nach einer Standardsituation mit einem schönen Spielzug fällt. War sehr wichtig für uns, und die Einzelaktion dann von Adrian aus dem Umschaltverhalten hat das Spiel dann schon auf eine vorentscheidende Bahn gelenkt. Zweite Halbzeit haben wir wieder sehr gut begonnen, hatten eine enorme Druckphase, haben Elfmeter nicht bekommen, und mit der roten Karte war das Spiel dann mehr oder weniger entschieden, weil wir dann sehr, sehr aufmerksam und vor allen Dingen auch sehr fleißig, zeigt auch die Zweikampfquote, und kompromisslos weitergespielt haben, ohne weitere Chancen zuzulassen. Und deshalb sind wir unterm Strich sehr froh. Wir haben wieder 3 Punkte geholt, wir haben 3-0 gewonnen, und das ist das, was jetzt auch zählt und in so einem Spiel auch zählt, und deshalb sind wir damit zufrieden. Danke, Thomas. Feuer frei für Ihre Fragen. Wir bitten um ein kurzes Handzeichen, sind dann schnell mit dem Mikrofon bei Ihnen und beginnen bei Felix Meininghaus. Herr Labbadia, wie bauen Sie Ihre Mannschaft jetzt wieder auf? Sie haben am Freitag beim Heimspiel gegen Werder ein enorm wichtiges Spiel im Abstiegskampf und viele Probleme jetzt mit Verletzten und mit dem gesperrten Kapitän. Ja, Sie haben es ja eigentlich schon angesprochen. Wir müssen natürlich jetzt erstmal wissen, wie sieht es aus mit den verletzten Spielern. Und ansonsten ist es so, dass wir jetzt in unserer Situation auch genau überlegen müssen, was ist jetzt gefordert, auch eine Ruhe bewahren müssen und uns natürlich gleichzeitig aber auch auf ein sehr intensives Spiel am Freitag vorbereiten. Und das ist das, was jetzt in den paar Tagen gefragt ist. Es ist ja schon das Freitagsspiel, und wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere von den verletzten Spielern da ist. Wir werden sicherlich mit dem einen oder anderen reden und werden sie einfach versuchen vorzubereiten auf das, was uns bevorsteht, und gehen da auch trotzdem mit einer Zuversicht da rein in das Spiel. Bitte schön, der Herr in der vierten Reihe. Warten Sie kurz auf das Mikrofon. Danke. Herr Labbadia, können Sie nochmal auf die Verletzung eingehen? Also klar, so eine genaue Diagnose kann man jetzt noch nicht stellen, aber was genau vorgefallen ist?
Ja gut, bei Pierre Lasocca war es so, dass er falsch getroffen oder getroffen wurde und dadurch Probleme hatte mit dem Knie. Also die Bänder waren so ein bisschen betroffen. Bei Albin Ekdal und bei Nicolai Müller war es jeweils die Muskulatur. Da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie es da aussieht. Bitteschön. Aber dir in den beiden vergangenen Jahren ist der HSV aus der unteren Situation, wo kaum noch etwas zu verlieren war, nach oben gekommen. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass aus einer Situation, die eigentlich schon gesichert schien, die Mannschaft jetzt vielleicht die Situation jetzt unterschätzt? Also für uns persönlich war sie noch nie gesichert, weil wir sehr, sehr offen mit der Situation immer umgegangen sind und auch uns immer bewusst waren. Natürlich ist eine andere Situation und da gilt es halt, jetzt uns im Grunde auf das einzustellen, was vor uns liegt. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man da auch da nicht die Nerven verliert, dass man einfach weiß, okay, das ist jetzt so. Und da ist vor allen Dingen auch die ganze Mannschaft dann gefragt. Wir werden es nicht über einzelne Personen schaffen, sondern als Mannschaft und werden sicherlich da nochmal an Dinge arbeiten, die uns ja vor allem auch in der letzten Saison stark gemacht haben, aber die uns auch dahin gebracht haben, dass wir bis jetzt noch nie in der Nähe der Abstiegsränge waren. Und genau da werden wir weiter ansetzen. Bitte schön, Ihre Frage. Mikrofon kommt. Herr Labbadia, wie beurteilen Sie die Szene vor dem Platzverweis von René Adler, das sicherlich einer der Knackpunkte an dem Spiel war? Mir wirklich fest vorgenommen, heute auch nicht über den Schiedsrichter zu sprechen, weil wir genug eigene Dinge haben, um die wir uns jetzt kümmern und das Spiel ist vorbei. Also bei mir ist es jetzt wirklich so, dass ich jetzt schon anfange, dass die Konzentration auf das Freitagsspiel und dafür brauche ich meine Kraft und nicht, ob ich mich jetzt über den Schiedsrichter aufrege, über Dinge. Das können wir nicht mehr ändern. Die Kollegen aus Hamburg müssen so langsam los. Wenn es noch eine Frage geben sollte, dann gerne jetzt. Ich schaue mal in die Runde. Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ihnen allen einen schönen guten Abend und einen guten Nachhauseweg. Bis dann. Tschüss.